Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter bei das große Rüsten bzw. Bridge Constructor. Wir haben die nächste Aufgabe und ich bin wirklich gespannt auf die dritte Welt. Was uns dieses Mal? Baue eine Brücke, um die Truppen zur Burg zu führen. Gibt nicht mehr als 27.000, also wir sollen wieder möglichst billig das Ganze bauen. Klasse. Gut, was haben wir zur Verfügung? Seile sind natürlich billiger als Holz. Deswegen, wenn man einfach weniger braucht, deswegen machen wir erstmal unsere Grundkonstruktion wieder. Wir probieren mit so wenig Stücken wie möglich hier über die Brücke drüber zu bauen. 2, 3 und noch eins. Gut, brauchen jetzt hier wieder Verspannungen. Das heißt, wir ziehen das Ganze hier ein bisschen nach oben. Und hier irgendeine Schrägkonstruktion, irgendwie sowas. Damit wir hier einfach schön nach innen ragen lassen können. Und das gleiche machen wir zur anderen Seite. Das heißt hier ein hoch, zwei hoch. Und jetzt verspannen wir das Ganze hier mit den Seilen. Das heißt, wir haben ja hier die schöne Möglichkeit, obwohl, wenn wir die weiter vorne ansetzen, dann haben wir einfach eine bessere, ja, haben wir weniger Weg einfach. Und es hält einfach dann auch mehr aus. So, jetzt einmal hier ein Seil, einmal zum nächsten Seil. Der soll quer verstrebt sein. Dann einmal hier absichern und einmal hier absichern. Und das gleiche auch zur anderen Seite. Na, wirst du wohl gehen? Einmal, zweimal, hier direkt absichern und jetzt hier heben und wir probieren auch noch zu den mittleren, aber ich glaube, das dürfte nicht mehr gehen. Wir probieren es einmal aus, ob es hält. Das heißt, hier ist alles noch gut. Mittlere Teil wird hellrot, aber es hält. Okay, Gott sei Dank sind die Pferde nicht schwerer, aber es hat geklappt. Also eine ganz einfache Möglichkeit, wie man dieses hier klappen lassen kann für 24.900. Schauen wir, ob noch eine Zwischensequenz kommt. Ich glaube nicht. Nein, es geht direkt weiter in die nächste Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es bei euch auch so gut geklappt. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde im Mittelalter. Bis dann!